YouTube. Also das war's erstmal. Ich habe heute mal den Versuch gemacht, ihr könnt euch vielleicht an meinem ersten Video erinnern, hier dieses zusammengeleimte zu einem Brett zu machen. Und ich finde, also die Leimung ist prima geworden. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Ja? Mich gibt es jetzt hier, das ist übrigens das erste Mal auf YouTube auch ein Bild. Nicht nur vom hinten beim Verputzen. Ja, also die Leimung ist toll geworden. Ich habe versucht, das runterzuhobeln mit meinem Hobel. Hat auch relativ gut geklappt. Da ich nun eine Werkbank habe, wo man noch nichts einspannen kann, habe ich versucht, ja, meine kleine Spannhilfe zu nehmen hier. Ja, das war's. Also insofern haben wir jetzt auch keine mehr. Und mit meinem Hobel werde ich so langsam warm. Wobei ich hier noch eine Befürchtung habe. Also ich habe ja hier diesen alten 90-Grad-Winkel noch. Und ob der winklig ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe kein Referenzmodell. Aber wenn ich den hier auflege, ja, also es sieht nicht nach winklig aus. Das heißt, diese 20-Euro-Version, die ich bei eBay geschossen habe, scheint mir schon ein wenig über zu sein. Und selbst wenn ich ihn auf die Länge lege, naja, da geht das noch einigermaßen gegen das Licht. Also dieser Hobel mit dem Messer, naja, also ich weiß nicht, ob man das sieht, sieht man wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal ein Stück ran. Die Mitte ist gerade, sollte jetzt endlich gerade sein. Und zu den Seiten ist er leicht abgeschrägt. Das hat man mir so gesagt beim Schleifen mit diesem tollen Tool hier. Na, könnt ihr euch erinnern? Dass man den dann nochmal einen Druck links und rechts auf die Seite gibt zum Schluss. Ja, habe ich gemacht. Trotzdem nimmt der Hobel irgendwie nicht ganz mittig auf. Und wie man den Hobel hier einstellt, hierüber und hierüber, ja, das scheint eine Trainingssache zu sein. Das habe ich noch nicht so. Am liebsten hätte ich natürlich jemanden, der mir den Hobel mal aufarbeiten kann. Das soll auch sein Schaden nicht sein, nur einen neuen Hobel will ich mir nicht kaufen. Es geht ja hier rum mit einfachsten Handwerksmitteln tatsächlich auch noch ein bisschen was hinzubekommen. Ja, also wie gesagt, aus meinem tollen Board wird jetzt erstmal nichts. Ich kann es nicht mehr einspannen und irgendwie freihändig hobeln ist nicht. Ja, gegen und mit der Faserung, das habe ich dann auch bemerkt. Ich habe hier so ein paar Stellen, gerade da so um die Astlöcher rum. Da hat man das Problem, dass der Hobel unter die Faser fährt und dann eher Sachen rausbricht, als Sachen, ja, abzuhobeln. Die beiden Bretter waren vorher nicht ganz gerade zusammengeleimt, also die machten eher so einen Knick nach oben. Das habe ich dann mittlerweile, das ist die oberste Seite, habe ich mir extra markiert, habe ich dann mittlerweile auch so weit hin, dass man, ich weiß nicht, ob man es sieht, das sind die ersten Videoversuche, als Kamera habe ich halt nur mein iPhone. Ja, mittlerweile ist das Ding gerade, soweit habe ich es noch hingekriegt. Aber so ein richtig schönes Küchenregal ist das Ding noch nicht. Sollte ja so ein bisschen rustikales Design bekommen. Und dann für meinen Arbeitsplatz als Regal über der Spüle, da ist nämlich kein Regal, kein gar nichts. Da wollte ich mal für die ganzen Tassen so ein kleines Regal basteln. Ja, ganz im Klaren darüber, wie ich die Winkel mache, bin ich mir auch noch nicht, wie man das Ding an die Wand festmacht. Aber naja, das soll es jetzt für erstmal gewesen sein. Ich grüße noch den Uwe Salzmann. Hallo Großer, deine Videos machen immer Spaß, mach weiter so, gefällt mir.